Weiter geht's mit Age of Wonders 4 mit unserer Eiskönigin Nerdhilde von Nerd. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, dass wir auf jeden Fall diese Armee hier rauskriegen, die NPC-Armee. Wir gucken uns die gleich mal an im Vergleich zu unserer, damit wir so ein bisschen die Taktik mal uns angucken, was wir dort genau machen können. Und dann möchte ich gerne weiterhin mal sehen, was hier hinten ist. Und ich sehe gerade, dort ist... Okay, die ist mit 85 dann doch deutlich stärker als wir. Auf jeden Fall will ich hier hinten ein bisschen gucken und Hexbrücken, die Hexbrücken uns mal anschauen, was es hier so gibt. Und vielleicht auch den ersten Vertrag mit Vaneria schließen. Und idealerweise möchte ich gerne rausfinden, wo Rakshagi sich aufhält, unser Katzen. Fritze. Ich finde ja, jeder sollte eine kleine Katze haben. Und ihr habt es auch gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung und so werden wir das tun. Und werden oben erstmal dieses Depot hier säubern. Jetzt gucken wir erstmal, was wir dort haben. Freistadt teilt nur 30% der Einnahmen, teilt alle magischen Materialien. Wir erhalten weitere 2 Trötenpunkte. Das sieht soweit okay aus. Schnittfurt... Wir sind bald beim festen Vasallentum. Ja, Handel muss ich jetzt gerade nicht haben. Wir könnten Nahrung machen und die Stadt ein bisschen boosten, aber ich denke, im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay, gut, dann gehen wir weiter und wir wollen einmal dort angreifen, aber vorher schauen wir uns mal die Armeen an. Das sind ganz normale... Fernkampfeinheiten der dunklen Goblins. Das sind Ritualkannibalen. Jetzt gucken wir mal. Das sind also ganz normale Bogenschützen. Schießt Fernkampfgeschosse auf feindliche Einheiten ab. Leichenfresser. Zerstört anvisierte Leichen um 15% zu heilen. Das ist eine ziemlich coole Eigenschaft. Sie sind hinterlistig. Da müssen wir drauf aufpassen. Wir müssen also unsere Flanken schützen und rasche Erholung. 5 Trefferpunkte werden pro Runde regeneriert. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall auf die hier konzentrieren. Den kennen wir, den Fritzen kennen wir auch. Das ist jemand, der sehr schlecht mit Feuer auskommt. Allerdings eine hohe Eisresistenz besitzt, so ein Schneegeist. Der hat eine Gefrierexplosion. Das wird tatsächlich nicht ganz so einfach. Der ist flink, das ist nicht so schlimm. Das macht mir am meisten Sorgen. Das Problem ist, er kann uns verlangsamen. Basischance von 30% für eine Runde gefroren hinzuzufügen. Das bedeutet, mit diesem Perk können wir uns nicht bewegen und auch nicht angreifen. Das ist schwierig. Also eigentlich müssten wir uns erst auf die Bogenschützen konzentrieren, da die Bogenschützen uns durchaus ein bisschen Ärger machen können. Aber ich denke, wir sollten uns wirklich zuerst auf die Geister konzentrieren. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir bei uns in der Armee jemanden dabei haben, der einen entsprechenden Konter zur Verfügung hat. Ich meine, wir sind halt auch eine Eiskönigin und wir können uns halt verteidigen. Das ist okay. Ich denke mal, wir werden ihn in Zusammenarbeit mit den Bogenschützen losschicken, je nach Terrainlage. Tja. Er hat eine gute Feuerresistenz, hat aber auch nur einen normalen Angriff. Ach, schade. Schade, schade, schade. Na gut. Bannerschlag. Ja, jetzt könnten wir die anderen gebrauchen, ne? Na gut. Okay, können wir nicht ändern. Mal gucken, was uns diese Schlacht bringt. Wir sind zwar doppelt so stark, aber dennoch wird es ein interessanter Kampf. Einfach weil sie natürlich... Und dann auch noch auf eisbedeckten Gebiet. So. Okay, die Karten sehen übrigens immer sehr, sehr Standard aus. Also ich finde, die Karten sehen ein bisschen zu gleich aus. Das sind immer irgendwie ein paar Steine hier vorne und mit Engstellen und hier so ein bisschen Gelände in der Mitte. Da könnte man noch ein bisschen mehr machen. So, aber nichtsdestotrotz gucken wir uns das mal an. Und schauen mal, dass wir ihn hier, das war glaube ich
er hier, der Verteidiger, ihn schicken wir mit den beiden zusammen. Das können wir tatsächlich hier vorne machen und bauen hier ein Bollwerk auf. Die Frage ist, wo schicken wir ihn hin, den Flutgeist? Den könnten wir hier hinschicken, um die Flanke zu decken. Und ihn bringen wir dorthin. Ja, ich denke, das können wir machen. Wir schicken, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir mit den beiden kommen. Dahin und dahin. Den Verteidiger schicken wir nach dort. Dich schicken wir dann nach da. Jetzt muss ich einmal gucken. Genau. Du gehst nach da. Du nach da. Du nach da. So, wenn wir ihn jetzt abziehen, dann haben wir natürlich ein Problem. Mit dir stellen wir uns dahin und sichern die Flanke. Und mit ihm stellen wir uns dahin und sichern die Flanke. Er ist dann allerdings in schlechter geschützt. So. Okay, naja, dann gucken wir mal, wo er sich hinbewegt. Er wird mit Sicherheit jetzt den Eisangriff fahren. Na, doch nicht. Das wundert mich jetzt fast, dass er das nicht macht. Wir kommen natürlich noch nicht dran, ne? Okay, das ist natürlich jetzt durchaus eine Option, mal zu gucken, ob wir da was machen können. Wir sind ja mittlerweile bei 50 Kampfzauberpunkte, die wir bekommen. Das heißt, da können wir eventuell sogar ein bisschen mehr wirken. Wie viel Mana haben wir? 351, das ist also ausreichend vorhanden. Ja, ich würde sagen, wir können einmal den Eissarg versuchen zu wirken. Auf ihn hier. Und in der nächsten Runde gucken wir mal, ob wir das ebenfalls auf ihn hier bekommen. Dann kann er von dort hinten schon mal nicht angreifen. Okay. Jetzt sollten wir uns als erstes um ihn kümmern. Ich würde sagen, wir gehen wirklich mal frontal auf ihn zu. So. Nächste Einheit. Moment, da können wir dann schon mal mit einem Bogenschützen nochmal vorgehen. 50 hat jeweils 2 Punkte. Einmal dahin. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob er schon ein Perk hat. Nein, wir schießen auf ihn. Das Gute ist, wenn er schießt, kann er eventuell die Verteidigung brechen. Hoffen wir mal, dass das klappt. Einmal auf ihn bitte. Jetzt der nächste Angriff darauf. Es muss doch möglich sein, dass wir den noch bekommen. Ah, das wird wahrscheinlich nichts. Ah, schade. Schade, schade. Aber wir können mit dir dahin gehen. Und diese Flanke schützen, dass er dort nicht durchkommt. Einmal verteidigen. Und mal gucken, was er macht. Genau, er geht nämlich jetzt hinten rum. Und er wird jetzt einen Eisangriff machen. Oh, sehr gut. Wir sind nur... Ah, super. Wir sind nur verlangsamt. Super. So, Gegenangriff. Dann sollte er auch nicht tot sein. Komm schon. Na, ernsthaft. Mist. So. Er kriegt gleich wieder einen Eissack. Und dass er auch ja nichts machen kann. Okay. Gucken wir mal, dass wir ihn erstmal umbringen.
Sehr gut. Dann werden wir von hier aus auf ihn feuern. Mhm. Mit ihm kommen wir nach wie vor nicht ran. Zum, schauen wir mal. Das sind 10, 14. Er, finde ich, ist noch keine große Gefahr. Ich finde, wir sollten erstmal ihn versuchen zu killen. Denn er hat natürlich die Möglichkeit, uns einzufrieren. Und weg damit. Sehr gut. Moralbonus. Wunderbar. Und dann gehen wir mal mit... Ah, die beiden sind schon fertig. Genau. So, mit ihm können wir dort angreifen. Und einmal da. Okay, nächste Runde. So, einmal ein Eissack für dich. Ein Angriff. Und du gehst bitte einmal... Ah, du kommst nicht ran. Ah, schade. Okay, einmal angreifen. Oh, ein kritischer Treffer. Ja, sehr schön. Den haben wir es doch. Wunderbar. Nee, nicht erneut versuchen. Das sieht sehr gut aus. Die haben wir doch gut weggeschnetzelt. Und dann können wir uns gleich um das Update unserer Truppen kümmern. Jetzt gucken wir erstmal dort. Der Herrscher ist eine Stufe aufgestiegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne ihre Nahkampffähigkeit, die ist ein bisschen schwach, finde ich. Da würde ich gerne einen Boost geben. Und das ist Kämpfen, 10% Schaden für Nahkampf. Und ich denke, das ist soweit okay. Ansonsten andere Sachen haben wir nicht. Ja. Okay. Ja, das ist okay. So, haben wir das gemacht? So, gut. Wir haben 10% Stärke gewonnen. Das ist schon mal eine gute Sache. Unsere Leute hier sind auch aufgestiegen. Das ist auch super. Und dann können wir dich einmal eine Runde heilen lassen. Beim nächsten Mal. So, dass wir wieder stärker werden. Gut, wunderbar. Nächste Runde. Oh, schau einer, guck. Tristesse. Hakennagel. Wieder ein Bauernopfer. Ihr seht wie eine Godiere aus, aber ihr seid bereit, jemanden die Stirn zu bieten? Ha, dir, nekrotischen Goblin, auf jeden Fall. Was für ein hässliches, widerliches... Naja. Wie empfängst du die Nekromantin Tristesse Hakennagel? Tja, vielleicht... Wir sind nett. Wir sind auch zu ihr, es nett und werden ein Geschenk schicken. Ihr denkt, ein lahmer Versuch, mir zu schmeicheln, wird mich von euren guten Willen überzeugen? Ha, da ist schon mehr nötig, Königin. Tja, das wissen wir. Deswegen lebe wohl. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir ihn getroffen haben. Haben wir ihn irgendwo getroffen? Da ist da. Ja, Tatsache. Er kam über die See. 3,43. Eine Sommerelfe. Eieiei. Ja, das ist doch relativ... Ja, die sind ganz gut. Da vorne, was hat er? 3,79. Er hat auch gerade gekämpft. Wir erinnern uns, er hat hier vorne ein bisschen abgearbeitet. Das ist eigentlich ganz gut gewesen für uns. Okay, gut. So, bereit zum Zaubern. Frostpfeile, Schneesturm brauchen wir, glaube ich, im Moment alles nicht. Hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Wir
haben einen Bannerträger produziert und den hätten wir tatsächlich jetzt, naja, so richtig gebrauchen hätten wir ihn nicht können. Weil er einen Lichtangriff hat. Beziehungsweise, was ist das? Als was gilt der? Ein Lichtstoß. Ich bin mir gar nicht sicher, als was der genau gilt. Ein Geisterangriff, glaube ich. Auf jeden Fall hätten wir damit eben gerade durchaus ein bisschen was machen können. Verteidigungsmodus Abwehr ist auch gut. Astralsegen. Na gut. So, damit sind wir auf jeden Fall schon mal dabei, die nächste Armee aufzubauen. Und sobald wir die nächsten Helden haben, holen wir uns dort auch ein. Mit dir will ich jetzt erstmal da hinten die Schätze bergen. Jawohl, 70 Gold. Wunderbar. Da vorne gab es, glaube ich, auch noch einen, aber da war jemand drin, ne? Ja. Dann gehen wir in der nächsten Runde an Land, bitte. So, mit dir wollen wir eine Runde heilen. Euch wollen wir auch erstmal noch eine Runde aussetzen. Und ja, was machen wir mit dir? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Was machen wir mit ihr? Wir wollten an Land gehen und ich würde sagen, das machen wir auch und gucken mal in die Richtung da oben hin. Und mich würde ja mal brennend interessieren, was er hier ist. Eine korrupte Seele. Eieieiei. Moralentzug, Ziel erhält minus 3 Moral. Wow. Für jeden Angriff stackt das auch noch. Zermalmende Pein. Zieleinheit, deren Moral niedrig oder noch schlechter ist, besteht die Chance, dass sie sofort stirbt. Hohoho. Das erinnert mich an die Todesser. Das ist ja Wahnsinn. Diese Einheit kann sich durch Hindernisse bewegen. Wow. Das ist ja krass. Von Ursulas Magie verdorbener Geist mit minus 2 Geistwiderstand, Immunität gegen Änderung, die Moral. Was? Immunität gegen Änderung, die Moral. In deine Schuhe, egal. Schock. Bringt bei denen ein bisschen was. Physische Schadensreduktion auch. Gut. Boah. Die sind krass. Die gehen doch. Ihr könnt euch im Prinzip aufstellen, wo ihr wollt. Denn für die ist überall freies Gelände. Krasse Einheit. Na gut. Jetzt gehen wir mal zu unserer Stadt zurück. Und gucken uns mal die Skute Nerdistan an. Und hier wollten wir eigentlich keine weiteren machen. Wir bleiben erstmal dabei, dass wir das Eintreiberlager und die Bibliothek bauen. Und sparen uns das Geld dann erstmal weiter auf. Im Moment, denke ich mal, brauchen wir noch keine weiteren Einheiten uns holen. Wir haben ja sowieso noch keine großen, wir haben ja sowieso noch keinen weiteren Held. Das ist, denke ich mal, momentan vertane Zeit. Wir sollten halt, tja, oder zumindest einen Trupp schon mal. Aber so richtig gut gefallen tun mir die auch nicht. Was wir ansonsten machen könnten, wäre auch sparen auf ihn hier und die Zitadelle bauen, sodass wir den Ritter bekommen könnten. Der hat einen schweren Sturmhieb und der schwere Sturmhieb hat einen ganz, 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 ganz großen Vorteil. Der hebt den Verteidigungsmodus auf und er entfernt den Gegenschlag. Ein Gegenschlag ist ein Angriff. Also ich denke, ihr kennt das, ne? Da steht jemand und der hat einen Gegenschlag, ihr greift den an und der denkt sich, warum greifst du mich an? Und der haut dich zu und der haut auf dich drauf und das wird entfernt und der Verteidigungsmodus wird aufgehoben. Das ist auch richtig, richtig mächtig. Das ist eine sehr mächtige Einheit, die könnte uns durchaus gut helfen. Tja, auf der anderen Art und Weise sind Sachen wie Steinmetz natürlich auch gut. Das könnte man fast als nächstes bauen, eine Taverne. Ist auch nicht schlecht. 20 Einnahmen durch Stadtstabilität und ermöglicht uns in Zukunft das Badehaus. Wobei auch der Markt wäre wichtig, weil uns das mehr Einnahmen bringt. Wobei wir mit 100 pro Runde momentan, denke ich mal, ganz gut sind. Das gibt Mana und Gold. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Bogenschützen, Wehrgänge. Auch nicht schlecht. Erhöht den Befestigungszustand. Das Arkane-Institut macht noch mehr Wissen. Tja,
Was hätten wir denn beim Kornspeicher? Wie viel bräuchten wir denn da? 2 Förstereien. Das wird schwer. Das wird schwer. Da müssten wir hier oben noch was anschließen. Das, glaube ich, kriegen wir so schnell nicht. Nee, wir warten noch mal ab. Wir könnten noch 60 Punkte investieren. Das will ich gerade auch nicht machen. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Und schauen noch mal, ob wir uns hier noch irgendwas Sinnvolles holen können. Wir haben ja da noch ein paar neue Sachen bekommen. Wir müssen uns halt darauf einstellen, dass wir hier oben, und ich würde sagen, wir versuchen trotzdem, dass die angeschlagen sind, mal ein bisschen weiter zu gehen, bevor wir uns das angucken, um mal grob herauszufinden, auf was wir uns hier vorbereiten müssen. So. Das sind was? Fanatiker? Ach du grüne Leune. Engelsgleich, gläubig, schnelle Reflexe und Ratten. Ja, klar. Rostschaden, minus 27. Ja, Heidewitzka. Oh, da seid ihr bei uns genau richtig. Das ist super. Die kriegen wir klein, da bin ich mir sicher. Okay, das ist Feuer. Das sind Inferno-Hunde. Und die sind auch anfällig gegen Frost. Sehr, sehr gut. Also da müssen wir konsequent auf unsere Frosteigenschaften setzen. Da würde ich dann wahrscheinlich sogar unseren Schneesturm, unsere Frostpfeile wirken, dass wir wirklich dort noch einen Frostbonus haben. Wie sieht es bei denen aus? Bei diesem komischen Drachen hier? Ah, du ahnst es nicht. Tja. Der hat natürlich auch Feuer. Also, boah. 900, keine Chance. Ohne weitere Verstärkung kriegen wir die nicht klein. Okay. Aber da sollten wir dann tatsächlich die Frostpfeile wirken. Und dann wissen wir, die sind anfällig eben gegen Frost. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir dort ein bisschen was unterstützend machen können. Also wir haben hier unten die Möglichkeit. Erhöht das Stadtlimit um 1, das ist momentan nicht so wichtig. Einheiten kann auf der Weltkarte Straßen bauen. Ich glaube auch nicht, dass das für uns momentan von großer Relevanz ist. Und die restlichen Sachen haben wir noch nicht. Okay, dann sollten wir uns die Punkte noch ein bisschen aufsparen, könnten dann aber in Nerdistan investieren und sollten mal gucken, ob wir in Schnittfurt was machen können. Ne, dann gehen wir in die nächste. Sehr gut. Auch das ist super. Dann müssen wir das nicht machen. Rakshagi. Bescheidene Herkunft. Meine Königin, erinnert ihr euch? Die Worte eines jungen Schreibers schrecken dich auf, während du dich an dein altes Leben erinnerst. Seine simple Frage lässt deine Gedanken in einfachere Zeiten zurückkehren. Damals, als du noch sterblich warst, bescheidene Träume hattest und banale Ziele verfolgt hast. Um aufzusteigen, musstest du so viele weltliche Bindungen opfern. Opfer, die dich veranlasst haben, nicht mehr zurückzublicken. Die dich dazu brachten, zu vergessen. Dir bleiben nur vage Erinnerungen an das, was du zuvor warst. Meine Königin, eure Saga muss davon berichten, wer ihr vor eurem Dasein als Godir wart. Was kannst du dem Schreiber erzählen? Tja. Ich würde sagen, wir waren natürlich eine erfolgreiche Eiskönigin und haben die Vasallen gegen die einfallenden Zauberkönige verteidigt. Das bringt uns 88 Imperiumspunkte. Die haben wir momentan wahrlich genug. Das bringt uns eine Bevölkerung in Nerdistan. Das ist natürlich nicht schlecht. Also wenn ich ehrlich bin, würde ich dann doch tatsächlich... Wir nehmen das. Ich zog friedlich meine Kinder auf und huch, wir haben eine weitere Bevölkerung bekommen. Das wiederum ist auch sehr, sehr gut. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier oben eine Mine zu bauen und 10 Gold zusätzlich zu bekommen. Auf der anderen Art und Weise könnten wir auch hier was machen, aber dann kommen wir relativ dicht an die hier ran. Das will ich momentan uns noch ein bisschen ersparen. Da bin ich mir nicht sicher, ob es dann wirklich die ersten Angriffe auf die Stadt oder so gibt. Ich weiß nicht. Das ersparen wir uns wirklich lieber nochmal. Deswegen, wir schnappen uns hier mal das Goldvorkommen mit einer Mine und sind dann bei 130 Gold. Sehr schön. Dann können wir mal die Bibliothek beschleunigen und schauen mal, ob wir uns hier ein bisschen
weitermachen können. Ich würde sagen, wir bauen noch mal eine Sache und dann gehen wir in Richtung der Zitadelle. Das machen wir aber gleich. Jetzt schauen wir erstmal, was sich hier getan hat. Verhandlung erfolgreich abgeschlossen. Jawohl! 40% der Einnahmen werden geteilt, alle magischen Materialien. Wir kriegen nur 3 Tröten zur Vasallenmobilisierung. Wunderbar. Können wir gleich mal reingucken. Und wir können bitte noch einmal die Gefolgschaft stärken. Und dann sind wir demnächst auf der nächsten Stufe, auf dem florierenden Vasallentum. Und dann können wir die Stadt auch schon bald integrieren. Wunderbar. Eine Rivalität wurde erklärt von Katsus Mausus, wie heißt er? Rakshagi. Ja, das ist mir herzlich egal. Und Verhandlung erfolgreich abgeschlossen. Minus 60 immer noch. Sie hat eine Freundschaftserklärung abgegeben. Das würde ich gerne zurückgeben. Es kostet 10 Gold pro Runde. Ich denke, das ist es uns wert. Ein Modifikator, der sich langsam auf 300 steigert. Also im Prinzip die Möglichkeit, dass ihr die Beziehung verbessert, wie in anderen Spielen. Alle eigenen Konflikte gegen diesen Herrscher werden um minus 40% verringert. Ja, das ist okay. Okay. Ihr seid also auf Freundschaft mit den sternenreisenden Sülpen aus. Nun, vielleicht werdet ihr euch noch als würdig erweisen. Das will ich hoffen, meine Liebe. Und die Abkommen brauchen Beziehung plus 50. Ich hoffe, das kriegen wir schnell hin. Wir können natürlich noch ein kleines Geschenk senden, aber dann sind wir immer noch nicht in der Nähe. Das lassen wir dann doch mal bleiben. Wir bauen uns dann dafür lieber mal noch ein Gebäude. Okay. Ich denke, das reicht. Mit den anderen brauchen wir jetzt nicht weiterreden. So, dann gucken wir nochmal. Wir haben eine Bibliothek gebaut. Das haben wir gesehen. Und wir müssen die Produktion festlegen. Das machen wir auch. Weiße Hexe. Gucken wir uns erstmal die Produktion in Nerdistan an. Und ich würde jetzt gerne nochmal schauen, dass wir die Einberufung erhöhen, damit wir später einfach hier die Sachen schneller produzieren können. Das wäre nochmal eine gute Sache. Gold sieht mit 136 ganz gut aus. Mana mit 29 könnten wir auch was machen. Das wäre dann vielleicht so der nächste Step. Und wenn wir damit fertig sind, sparen wir uns jetzt das Geld, um A, dann natürlich einen Helden zu rekrutieren und B, das Rathaus zu bauen, dass wir in die Richtung der Ritter kommen. Und dann würde ich gerne in dieser Armee noch so, ja, ich sag mal, ein, zwei Ritter bauen, damit wir dann vielleicht mit zwei Armeen, die zusammen eine Kampfstärke von 1000 haben, so ist meine Hoffnung dann, hier oben irgendwann mal angreifen können. So, da sind Hütehunde. 450. Da könnten wir tatsächlich mal angreifen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir das fertig machen. Und wir brauchen, was haben wir denn Schönes? Die Taverne. Der Markt bringt Gold. Es bringt uns alles nicht das, was ich gerne hätte, nämlich weitere Einberufung. Mana ist momentan eigentlich nicht das Problem. Na gut, Einheitenversorgung minus 20, Bogenschützen, Wehrgänge. Im Moment sieht es nicht nach Angriffen aus, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt so. Dann würde ich tatsächlich einen Markt bauen. Und dann gucken wir danach mal weiter. Okay. So. Die weiße Hexe ist fertig. Auch das müssen wir uns angucken. Das ist eine schöne Einheit. Die kann Frostblitze verteilen. Die brauchen wir unbedingt, wenn wir oben hingehen. Und wir sollten uns sogar überlegen, ob wir die weiße Hexe austauschen gegen unsere Bogenschützen und die eventuell unten lassen. Denn wir haben mit den Frostblitzen natürlich den großen Vorteil, dass wir dort wesentlich mehr Schaden anrichten können, weil die sich dort gegen nicht effektiv verteidigen können. Die Gefrierstrahl kennen wir auch. Chance auf 90%, dass gefroren wird. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Dafür müssten wir eigentlich eine produzieren. Ja, wir machen das. Davon müssen wir eigentlich eine machen. Dann sind wir zwar nur noch bei 29, aber das ist egal. Also so eine weiße Hexe oben in der Armee zu haben, ist eigentlich
eine extrem gute Sache. So, nächste Forschung. Ein Rittersiegel gewährt auf alle Einheiten außer feudalen Einheiten zusammenstehen. Krähenbegleiter finde ich noch besser. Ich hätte gern den Krähenbegleiter für unsere Aufklärungseinheiten. Ich glaube, das ist momentan auch eine gute Sache. So, dann gucken wir mal mit den Armeen, was wir hier machen können. Da hätten wir die Hütehunde, die können wir angreifen. Das ist ein ungefährlicher Kampf, das sollten wir tun. Aber wir gehen erstmal die anderen beiden Einheiten durch. Mit dir möchte ich gerne an Land gehen. Und wir gehen mal hier Richtung Wald. Ihr bleibt bitte da. Mit euch möchte ich nach wie vor gerne gucken. Was ist das denn? Ein Gremlin, das kenne ich. Ein Chaos-Schlinger. Okay. Und ich möchte nach wie vor... Mich interessiert einfach unheimlich, was sich hier oben noch befindet. Gerade weil da oben so ein Ding leuchtet. Gucken wir uns mal an. Gut. Befehl erforderlich. Wir werden angreifen, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.